Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom großen Fame-Poster-Quiz mit Christian und mir. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wieder fantastische Grafiken vorbereitet bekommen, wo wir in mehreren Kategorien innerhalb von 3 Minuten die 10 Filme aufschreiben müssen, die wir auf den Grafiken sehen. Danach vergleichen wir, gucken, wer wie viele Punkte hat, und das machen wir bis zum Ende. Und wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Die erste Kategorie ist beste Filmgewinner, also Filme, die schon mal den Oscar für besten Film gewonnen haben. Gucken wir mal, wer von uns da in 3 Minuten die meisten findet. Viel Spaß. Okay, bis gleich. Ich bin bereit. Ich würde einfach sagen, 3 Minuten laufen ab jetzt. Jo. Erster Film. Der hieß Million Dollar Baby oder so. Habe ich nie gesehen. Leider. Zweiter Film. Wieso ist der erste schon so ausgerückt? Das macht mich wahnsinnig. So. Zweiter Film. Ich habe keine Ahnung. Dritter Film. Oh. Warte mal, ich mache 1, 2, 3. Das ist ja viel besser. 1. Million Dollar Baby. 2. Keine Ahnung. 3. Keine Ahnung. 4. Weiß ich nicht. 5. Platoon. 6. Was ist denn 6? 3 Minuten laufen. Let's go. Okay. Irgendwas mit, das ist der Boxfilm mit Clint Eastwood, wie man auch sieht. Irgendwas mit Lucky Girl. Nee, das ist alles Quatsch, weiß ich nicht. Dann, der hat mal besten Film gewonnen. Das sieht aus wie Romeo und Julia. Keine Ahnung, aber was für eine Variante. Keine Ahnung, ob die so heißt. Dann haben wir einen Film, Schindlers Liste. Der ist bekannt, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Dann haben wir einen Film, gar kein Plan, wer das sein soll. Dann haben wir, ich wollte erst Splatoon schreiben, aber ich meine, es ist Splatoon. Oder ist es der andere Vietnam-Film, dessen Namen ich gerade vergessen habe? Ich glaube, es ist Splatoon. Dann haben wir, the fuck ist das? Wenn das Keira Knightley ist, würde ich sagen, Stolz und Vorurteil. Aber also, das ist doch Robert Redford, oder? Der spielt doch da gar nicht mit. Okay, ich habe keine Ahnung. Stolz und Vorurteil. 6, 7 ist Gandhi. 8 sieht aus wie Apocalypse Now. 9 ist Rocky. Und 10 ist Le Pate. Fertig. Was ist das für ein Film? Gar kein Plan. Dann haben wir Gandhi. Gandhi. Scheiße, dann kommt, glaube ich, der andere Vietnam-Film, oder? Oder so. Wie heißt denn der da? Was ist denn hier mit der roten Mütze? Stirnband. Wie lange habe ich noch? 1 Minute 30. Ich habe jetzt die Hälfte. Okay, weiß ich jetzt gerade nicht. Weiß ich nicht mehr. Dann haben wir Rocky und wir haben einen der Pate-Teil. Das ist aber dann logischerweise nicht der Pate 1 und nicht der Pate 3, sondern es muss dann der Pate 2 sein, meiner Meinung nach. So, da fällt mir der Name nicht ein. Den kenne ich aber, bin ich mir ziemlich sicher. Sind nicht da, wo der in den Dschungel geht, auch mit Marlon Brando? Hab ich vergessen. Mann, wie heißt denn der? Da gibt's auch so eine krasse Doku-Serie drüber. Sind die auch von Francis Ford Coppola? Ah, den hab ich mal gesehen, fand ich crazy. Hier habe ich gar keinen Plan. Was ist das hier? Irgendwie so im Hintergrund mit Rauch ist er dann eher so nicht so. Klingt ja dann eher so nach Creek oder so. Wie hier der Boxerfilm heißt oder Boxerinnenfilm wohl eher, weiß ich leider nicht mehr. Und was ist das hier? Bester Film ist das. Das ist bester Film geworden. Der sieht aus, als wäre er ein Chauffeur Morgan Freeman oder falls das Morgan Freeman ist. Weiß ich aber nicht, was das sein soll. Naja.
Damit sind meine 3 Minuten auch schon wieder abgelaufen. Die gehen hier zackig, zackig, zackig. So, wir gehen wieder durch. Beste Filmgewinner. Dann der erste Boxerfilm. Ist mir nicht eingefallen, wie der heißt. Million Dollar Baby habe ich mal geschrieben. Richtig ist Million Dollar Baby. Sehr gut. Du hast die Lösung auch dann direkt, ne? Ja, stimmt, die haben wir. Ja. Okay. Ja, richtig. Dann die haben zwei Peter, ich habe keine Ahnung. Ich habe mal Romeo und Julia geschrieben. Ich weiß es aber auch nicht. Das ist leider falsch, Peter. Das ist Shakespeare in Love. Scheiße, das ist aber die Geschichte von Romeo und Julia. Ja. Aber das ist die neue Variante. Das ist natürlich Shakespeare in Love. Scheiße. Ja, ah. Die drei finde ich, wenn ich mir das gerade so angucke, sehr belastend. Hast du Schindlers Liste? Bild sagt das mir, aber das Bild sagt mir halt gar nichts. Nein! Oh! Damn. Also natürlich kenne ich Schindlers Liste, aber keine Ahnung, was das für ein Bild sein soll. Ja, nee, okay. Ja, naja, gut, nee, wenn man das Bild nicht kennt, dann machst du nichts. Warte mal, bisher habe ich einen. Ja, ich habe auch einen bisher. Die 4 kenne ich nicht. Ich auch nicht. Was ist das? Driving Miss Daisy. Das habe ich schon mal gehört, aber ich weiß gar nicht, was für eine Art Film das ist. Das sagt mir überhaupt nichts. Das sieht aus, als wäre das The Green Book in umgekehrt, wo der Morgan Freeman sie fährt. Und wo bestimmt aber auch irgendwie Rassismus bekämpft wird. Weiß ich nicht. Aber wusste ich auch gar nicht. So, dann habe ich Platoon. Yes, der ist geil. Also sehr krass. Also da merkt man wieder so Kriegskacke. Aber aha, ich finde halt, glaube ich, ganz witzig ist, wenn du erst Platoon guckst und danach Splatoon spielst. Nee, wenn du erst Platoon guckst und danach hier den mit, wo Robert Downey Jr. sich angemalt hat. Ah, Tropic Thunder. Ja, Tropic Thunder, weil das ist ja genau, also ja. Das ist ziemlich krass. Ja, aber das ist ein wilder Filmabend. Ja, stimmt, das heißt, ich habe eine 2 jetzt da oben stehen. Mega. Ich habe auch 2 Pünktchen. Okay, 6. Und ich habe ich habe geraten, ich habe keine Ahnung. Ich habe gedacht, das ist Keira Knightley. Ich habe mich gefragt, warum Robert Redford da drin ist. Geraten, sie sieht aus wie Meryl Streep. Stolz und Vorurteil? Oh, yo, das ist eine junge Meryl Streep, das kann sein. Aber was ist es? Ist es Stolz und Vorurteil? Nein, natürlich nicht. Was hast du da stehen? Ein Strich. Ah, hättest du mal Out of Africa geschrieben, dann. Out of Africa? Was ist das denn? Out of Africa. Da sind ja sogar Rauchwolken im Hintergrund. Ich dachte, da sind ja Explosionen. Wieso kenne ich den nicht? Explosion. Ja. So, dann. Okay, nächster Film, die 6. Nee, die 7 ist Civilization. Hab ich mir wieder. Meinst du, der schmeißt die Atombombe? Ja, genau, der schmeißt die Atombombe. Ja, ja, das ist ja einfach, das ist Gandhi. Ja, ich habe auch einfach Gandhi geschrieben. Ich hoffe, der heißt auch Gandhi. Müsste Ben Kingsley Gandhi sein, ne? Ja, das müsste Ben Kingsley sein, meine ich auch, ja. Habe ich aber nicht gesehen. So, was ich aber gesehen habe, ist, ach stimmt, ich habe dann jetzt 3 Punkte. Den nächsten habe ich gesehen, aber mir ist der Name einfach nicht eingefallen. Ich bin mal gespannt. Geschrieben habe ich Apocalypse Now. Ja, das ist, glaube ich, richtig. Now. Ja. Und es ist Durch die Hölle gehen. Die durch die Hölle gehen. Hä? Was ist denn Die durch die Hölle gehen? Ja, wahrscheinlich auch ein Kriegsfilm. Weiß ich nicht. Okay, ich muss sagen, ich dachte, es wäre Apocalypse Now. Und da ist mir der Name nicht eingefallen. Aber der heißt ja auf Deutsch nicht Die durch die Hölle gehen, oder? Nee, ich hab's gerade gegoogelt, ist nicht der gleiche. Durch die Hölle gehen, von wann ist der denn? Der ist von 78. The Deer Hunter ist der Original-Titel. Mhm. Krass. Nee, sagt mir nichts, leider keine Punkte. Aber den könnte man sich wahrscheinlich nochmal geben. Der ist mit Robert Downey Jr. und Christopher Walken. Mhm. Und auch mit Meryl Streep. What the fuck? Okay, crazy. Ich spiele da überall mit. Ja, echt mal, ey. Nächster Film war wieder leicht. Rocky! Ich hoffe, der erste Rocky. Teil. Ja, Rocky. Es ist Rocky. Sehr gut. Ich habe den, glaube ich, ein oder zweimal gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist so Boxerfilme, weißt du, das ist so. Ja, aber den Million Dollar Baby habe ich zum Beispiel gesehen. Und da ist es mir nicht eingefallen. Aber Rocky kennt man einfach. Und dann, da ist es, meine ich, der zweite Teil. Der Pate 2 habe ich geschrieben. Ich habe einfach der Pate geschrieben, weil ich dachte, es geht hier nicht um Teil 1 und 2. Aber es ist der Pate 2. Mhm. Also hast du einen Punkt. Jo. Damit habe ich 5 Pünktchen. Oh, ich habe 4. Oh wow, das geht anders los als letztes Mal.
Letztes Mal hast du nach der ersten Runde mich schon komplett ins Täschchen gepackt. Aber hast du nicht gewonnen? Nee. Keine Ahnung. Okay. Die nächste Kategorie, um da mal ein bisschen zu spoilerino, Kategorie 2, so geht Action-Kino. Auch dafür haben wir wieder 3 Minuten Zeit. Bis gleich. Bis gleich. 3 Minuten. Laufen ab jetzt. Erster Film, Blade Runner. Sehr gut, sehr guter Film. Zweiter Film, John Wick. Zwei, oder? Das ist, oder ist das 3? Wo die den alle jagen, ist doch 2 oder 3. Könnte 3 sein. Planet der Affen. Da bin ich nie ein Freund von gewesen. Weiß ich nicht mehr. Der dritte ist das hier Raid? Oder The Raid? Irgendwie sowas, ne? The Raid? Okay, das ist eine Kategorie für Christian. Meine 3 Minuten laufen. Wir haben... Achso, warte mal. Ich muss mal hier meine Dingens neu machen. Ja, den kenne ich natürlich sogar sehr gut. Den habe ich sogar vor gar nicht allzu langer Zeit noch gesehen. Der ist insane. Den fand ich beim ersten Mal insane scheiße. Und beim zweiten Mal fand ich den richtig gut. Und mir fällt gerade einfach zu verfickt nochmal nicht ein, wie der heißt. Mann, ey! Mit Harrison Ford, Zukunft, ne, Androiden, bla bla bla. Dann haben wir John Wick. Ich glaube, das ist John Wick 4. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich John Wick 4 ist. Aber ich sag dann einfach mal. Dann haben wir, ja, wie heißt denn der jetzt? Planet of the Apes, irgendwas mit of the Apes. Ich sag einfach mal, Planet of the Apes. Vielleicht ist das aber auch irgendwie Universum of the Apes, keine Ahnung. Was ist das denn? Doch, den kenne ich. Der ist geil. Oh Mann, ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Das ist doch scheiße jetzt. Ja, die 5. Letale Weapon. Das wird Peter auch wissen. Die 6. Also, tut mir leid, aber anhand der 6 soll ich jetzt was erkennen? Also, welcher Teil soll das sein? Okay, auf der 7 steht Casino Royale einfach mal drauf. Aber die 6 ist doch Alien. Ist das dann Alien 4? Alien 2? Woran soll man das denn erkennen? The Building. Da müssen die ja zum Einsatzkommando da rein. Das ist insane. Der ist richtig gut. Hab vergessen. Oh, das ist fucking Christians Kategorie. Lethal Weapon. Boah, Alter. Ich hoffe, der erste Teil ist es. Habe ich tief in meinem Köpfchen gekramt. Keine Ahnung, aber welcher Teil. Ja, das ist dann jetzt auch wieder Alien. Ich schreibe Alien in der Hoffnung, dass das... Ich schreibe Aliens, was der zweite Teil ist. Wow, steht legit bei dem einen Filmposter der Filmtitel da einfach? James Bond Casino Royale. Geil. Dann Terminator 2. Das habe ich jetzt zwar noch nicht gerade im Bild, aber das kennt man. Ist das der zweite oder der erste Teil? Ich muss schnell weitermachen. Kill Bill, hoffentlich der erste Teil. Und dann einfach nur Wolverine. Bist du? Du bist Terminator 2, hoffe ich. Und du bist Kill Bill 1, hoffe ich. Wie kann ich denn als 4, 2 und 3 unterscheiden? Dass es 1 nicht ist, okay. Aber warte mal, das große Impulse. Das ist ja so geht Action-Kino. Also würde es 1 nicht sein. Dann wird es 2 sein. 1 ist eher Horror, 2 ist Action, 3 ist so ein bisschen hier, wer war da? David Finch, so ein bisschen Psycho. 4 ist, ein bisschen Quatsch. Okay, die 8 ist Terminator 2, die 9 ist Kill Bill, fand ich nicht so gut. Und die 10 ist Logan. Aber John Wick, bist du jetzt Teil 2 oder 3? Tja. Das ist bestimmt hier Prevolution. Lethal Weapon ist Lethal Weapon 4, oder? Oder Lethal Weapon 3? Lethal Weapon 2? Der kam doch in dem ersten noch gar nicht vor. Das ist Lethal Weapon 4, pass auf.
Boah, das mit den Teilen ist frech. Ich meine, es ist John Wick 3. Oh, Time ist vorbei. Dass mir der Name nicht einfällt, ist einfach pure Trauer. Ein pures Trauerspiel ist das, wirklich. Komplettes Trauerspiel. Und den habe ich, glaube ich, zweimal sogar schon gesehen. Und The Building ist natürlich ein absoluter Schwachsinnsname. Ich meine, es ist ein sehr kurzer Name. Ein kurzer, prägnanter Name, aber ich weiß nicht. Okay, ich bin am Arsch. Juri, okay. 3 Minuten sind sehr schnell umgewesen. Ich glaube, hier werden wir alle Filme haben. Es geht um die Teile. Nee, ich habe nicht alle Filme. Bei einem bin ich mir sehr unsicher. Fangen wir mal an mit der 1. Ja, ich ärgere mich sehr. Mir ist es einfach nicht eingefallen. Oh no, Blade Runner. Blade Runner! Ich mag den auch total gerne. Nach dem zweiten Mal gucken, habe ich ihn erst kennen oder lieben gelernt. Beim ersten Mal fand ich den scheiße. Mir ist es einfach nicht eingefallen. Ja, ist auch Blade Runner und nicht Blade Runner. Der andere hieß 2049? Ja, 43? Irgendwie sowas. Ich glaube 2049. Okay, aber es ist Blade Runner, das ist ein Pünktchen für mich. So, der nächste. Was hast du? Ja, ich hab mich auf den 4. Teil festgelegt, John Wick 4. Ich habe 3. Ich wusste nicht, ob 2 oder 3. Ah. Es ist. Es ist John Wick 2. Okay, keiner kriegt einen Punkt. Okay, keiner kriegt einen Punkt. Es ist leider der 2. Teil. Dammit. Okay. Die 3. Ich habe einfach Planet of the Apes. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Die haben alle so scheiß Namen. Ja, Revolution, Prevolution. Ich wusste es auch nicht mehr. Ich fand die auch gar nicht so krass toll. Es ist, oh mein Gott. War for the Planet of the Apes. Alter! Ja, okay, habe ich nicht. Aber ist das, warte mal, müsste das nicht auf Englisch einfach Krieg der Affen, nee, nicht hier Planet der Affen? Nee. War, ist das der erste? Nee, glaube ich nicht. War? Das klingt, da ziehen die ja schon den Krieg, das ist wahrscheinlich eher so der letzte dann. Wie viel gibt's denn? Keine Ahnung. Okay, Planet der Affen Survival hieß der auf Deutsch. Natürlich. 2017. Okay, haben wir beide dann nicht, ne? Kein Punkt. Der nächste ist richtig geil. Den habe ich aber auch wieder den Namen vergessen. Ich habe The Building aufgeschrieben. Ah, ja. Ich habe The Raid geschrieben. Ah, The Raid heißt der Mann, ey! Ich wusste nicht mehr, ob der nur Raid heißt oder The Raid. Und wenn ich mir das angucke, der heißt The Raid. Ja, sehr gut gemacht. Ein Pünktchen. Die 5. Ich bin schon wieder am Struggle, ne? Welcher Teil? Ich habe den ersten genommen. Lethal Weapon habe ich genommen. Ja, aber ist da hier Dingens schon mit blonde Haare dabei gewesen? Wer ist denn Dingens Joe überhaupt? Pesci. Ich habe noch keinen hier Lethal Pesci, Weapon Joe gesehen. Pesci. Ah, der ist da auch Teil von. Oh Gott. Mir ist gerade ein bisschen kaputt gegangen. Ja. Sorry. Dann wird es ja nicht der erste sein. Scheiße. Was hast du denn getippt? Ich habe geschrieben Lethal Weapon 4. Ich gucke auf die Lösung. Es ist Lethal Weapon 3. Schade. Okay, pass auf. Okay, das tut mir jetzt leid. Ich habe bisher legit 0 Punkte in dieser Runde geholt. Ganz traurig. Bisher habe ich bei 2, obwohl wir alle Filme haben bisher. Also, naja. Den nächsten finde ich Zwinkel Zwonkel, Peter. Ich glaube auch. Ich habe geschrieben Aliens. Also Teil 2. Also Teil 2. Weil in 1 sieht das anders aus. Wir reden immer noch von So geht Action. 3 ist jetzt auch nicht unbedingt ein Actionfilm, sondern ich glaube, der war von David Fincher. Der 4. ist jetzt, naja. Und deswegen habe ich Alien 2 genommen. Und es ist Aliens. Wir haben recht. Sehr gut. Wait. Ja. Weil Alien 1 sieht das noch ein bisschen anders aus. Ich habe mich natürlich sehr clever gefühlt, Aliens hinzuschreiben und nicht Alien 2, aber ich würde auch beides gelten lassen. Achso. Ja, die 7 war jetzt nicht so schwer, ne? Alter, ja, gutes Filmposter, wo einfach der Titel schon im Bild ist. Also James Bond Casino Royale, können wir uns alle beide nochmal ein Pünktchen geben? Ja. Außer bei der Lösung steht jetzt überraschenderweise was anderes. Bei der Lösung steht Casino Royale. Ja, okay. Also ist schon richtig. Dann, ich bin auf den 2. Teil getippt bei Terminator. Ja, safe. Also auf dem Motorrad. Ich will deine Kleiner, deine Stiefel und der Motorrad. Also, das ist Terminator 2.
Habe ich auch geschrieben. Es ist Terminator 2 Judgment Day. Yes. Sehr gut. 8 Punkte jetzt für mich insgesamt. Worauf hast du dich festgelegt? Kill Bill 1 oder 2? 1. Ich mich auch. Es ist Kill Bill Volume 1. Sehr gut. Yes. Alter, wusste ich Volume. Natürlich. Ja, okay. Ja, war ich ja, mir auch komplett Volume sicher. Volume 1 und 2. Ja, ist halt so ein Schnitzelfilm. Okay, und die 10. Den habe ich, der ist doch noch gar nicht so alt, habe ich mir gedacht. Ich habe einfach Wolverine geschrieben. Stimmt das? Ich habe Logan geschrieben. Ach, da heißt ja auch Logan. Alter, ich bin so lost. Das ist Logan. Natürlich ist es Logan, Alter. Mann, Logan ist es Logan. Ist doch Logan, dass das Logan ist. Ja, habe ich rein... mit den Filmen? Ja, nee, habe ich verkackt. Also es gibt ja einen Film, der heißt Wolverine. Also, ich meinte natürlich Logan, aber das ist ja egal. Also hätte ich Logan schon schreiben müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, die war fett. Die war 7 Pünktchen. Ich habe insgesamt 8. Aber wir sind ja nicht, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Wie viel hast du jetzt insgesamt? 11. 11, okay. Next Gut. Category 3. Oh, nicht englischsprachig. Nicht englischsprachig, oh weia. Ziehen wir eigentlich alle 5 durch, ja, ne? Ja, ich denke schon. Okay. Bis gleich. 3 Minuten laufen in 3, 2, 1, jetzt. Ich sehe schon Filme, die ich kenne. Das ist schon mal gut. Und zwar sehe ich Pan's Labyrinth. Labyrinth schreibt man so, ne? Ja, unfassbar cooler Film, so auch von der Optik und allem. Dann haben wir Prinzessin. Mononoke. Die 3. Den kenne ich. Boah, ich weiß es aber gerade nicht. Shogun? Nee. Ich kenne das Poster. Ich kenne den Film, aber ich habe das schon mal gesehen. Die 4 ist ein unfassbar toller Film. Parasite. Die 5 sagt mir gar nichts. Zweimal 3 Minuten laufen. Wir haben Pan's Labyrinth. Dann haben wir Prinzessin Mononoke oder so. Dann haben wir Seven Samurai vielleicht, hoffentlich. Ja, dann der koreanische Film. Habe ich natürlich wieder vergessen, wie der heißt. Ich raste aus. Das kann einfach nicht wahr sein, dass ich schon wieder vergessen habe, wie der heißt. Unglaublich. Weiß ich nicht mehr. Scheiße. Dann ein, wo ich nicht mal eine Ahnung habe, was das ist. Legit gar keine Ahnung, was das sein könnte. Nicht englischsprachig. Ich wusste auch nicht, wieso ist Pan's Labyrinth nicht englischsprachig? Was ist denn das sonst? Ist das überhaupt Pan's Labyrinth? Oh, oh. Hm. Die 6. Nee, die 7 nicht. Die 8 nicht. Die 9. Was ist denn die 9? Shining? Aber das ist doch ein, also. Oh nein. Und die 10. Ich hasse es. Das siebte Siegel. Den haben wir geguckt in der Uni. Wie heißt der doch, ne? Ingvar Bergmann. Ja, die 9, das ist nicht Shining, aber. Was ist das? Scheiße. Also weiß ich dann auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Dann Akira, glaube ich. Alter, ich bin halt Anime Pro, ne? Habe ich natürlich nicht gesehen. Beide nicht, aber let's go. Der sieht aus wie fucking Fargo, aber das wird nicht Fargo sein, aber ich schreibe einfach trotzdem mal Fargo auf, aber das ist logischerweise nicht Fargo, aber ich weiß leider nicht, was das ist. Und dann den. Den kenne ich. Nicht, dass ich den gesehen hätte, aber ein YouTube-Kanal, der viel über Filme Videos gemacht hat, hat den ganz häufig in seinen Top-Listen. Aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Mhm. Das ist nicht irgendwie 13 oder 13 oder so. Da gab es auch so einen Schwarz-Weiß-Film, der geil sein soll. Sondern das ist was anderes. Irgendwas Weltbewegendes.
Crazies gehört zur absoluten Basiswissen Filmgeschichte. Gar kein Plan. Fünf mit diesem brennenden Kleid. Keine Ahnung. Witch Hunt. So heißt der Film nämlich. Da geht es nämlich um die Hexenverbrennung von unschuldigen Frauen, die wunderhübsch sind, aber trotzdem einfach hingerichtet worden sind im Namen der Kirche. Die 6 sieht aus wie Albträume. Es ist. Warte mal, ist das ein Hase? Das ist bestimmt. Ich schreibe einfach mal irgendwas hin, ne? Vielleicht. Wizard of Oz. Ich habe noch 30 Sekunden. Die 7. Boah, das sagt mir überhaupt nichts. Also 7 und 8 völlig verloren. Da wüsste ich überhaupt. Da könnte ich nicht mal rein interpretieren, was das für ein Film ist. Doch, bei der 8, okay. Das ist Michel Vaillant in Motorrad. Ich weiß es nicht. Damit habe ich noch 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah, jetzt kann ich den Ton nochmal hören. Parasite. Let's go! Let's go! Aber Pans Labyrinth war doch auf Englisch, oder nicht? Ist das dann was anderes? Dann weiß ich aber nicht, was das ist. So, Prinzessin Mononoke, 7 Samurai. So, was bist du, ey? Was bist du? I don't know. Sieht traurig aus. So, hier bei den beiden weiß ich auch gar keine Ahnung. So. Nicht mal eine Idee. Das sieht aus wie Chucky die Mörderpuppe, schreibe ich auf. Oh ne, schreibe ich nicht mehr auf. Zeit ist oben. Zeit vorbei. Zeit vorbei. Wie ist der gegangen? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß bei manchen weiß ich einfach gar nicht, werdet es noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Aber da habe ich dann anhand des Bildes versucht, einen Titel und dann auch einen Plot zu interpretieren. Ja, scheiße, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. So weit bin ich nicht. Das wird absoluter Quatsch sein. Okay, aber fangen wir mal mit der 1 an. Ja. Für mich sieht das optisch ein bisschen aus wie Pans Labyrinth, auch wenn ich jetzt dachte, das ist wahrscheinlich eigentlich englischsprachig, habe ich das trotzdem aufgeschrieben. Das habe ich auch aufgeschrieben, Pans Labyrinth. Und wenn ich mir das angucke, ist es Pans Labyrinth. Welche Sprache ist denn Pans Labyrinth? Das ist ein spanischer Film, glaube ich. Ist doch auch ein spanischer Regisseur. Ah, Guillermo del Toro, natürlich. Guillermo, genau. Der zwei. Viel später bei dem absoluten Klassiker Death Stranding eine relevante Rolle spielt. Echt? Ja, der taucht da die ganze Zeit in den Zwischensequenzen auf. Der spielt tatsächlich einen wichtigen NPC. Oh, krass. So, dann habe ich natürlich als Anime-Profi Prinzessin Mononoke geschrieben. Ah, oh, sehr gut, Peter. Habe ich auch. Und ja. Das ist auch richtig. Geil. Punkt. 9 Punkte. Let's Punkt go. Aus Anime. Ja, Punkt aus Anime. Ich hoffe, ich kriege noch einen. Die aber 3 habe ich schon mal gesehen. Ja, ich habe gesagt 7 Samurai. Ich habe einfach Shogun geschrieben. Ich bin mir nicht mehr ein. Oh, es ist die 7 Samurai. Krass. Jawohl! 10 Points für Gryffindor. Let's krass. Go. Krass. Dann ist es mir erst nicht eingefallen. Der Film fällt mir nie ein. Aber dann ist es mir irgendwann doch einfach erschienen. Parasite. Yes. Habe ich auch. Das muss es doch sein. Der war so toll, den will ich nochmal gucken. Es ist Parasite natürlich. Gott sei Dank. So, jetzt kommen wir in schwierige Gewässer. Ja. Ich habe gesehen, das ist eine Frau, die wird von unten angebrannt. Das ist eine Hexenverbrennung. Also heißt der Film Witch Hunt, in dem wunderhübsche Frauen einfach unschuldig verbrannt werden. Das habe ich aufgeschrieben. Witch Hunt. Ich habe einen Strich. Okay. Peter, du hättest einfach nur schreiben sollen, was du siehst. Porträt einer jungen Frau in Flammen. So heißt das. Das habe ich noch nie gehört. Was ist das denn? Noch nie gehört. Porträt einer jungen Frau in Flammen. Okay. Bestimmt irgendwas sehr Künstlerisches. Also. Ach, schön. Das ist ein Film von 2019. Okay, na gut. Ja, whatever. Ja, die 6, auch gar kein Plan. Ich dachte erst, es wäre Chucky die Mörderpuppe. Ich habe aber nichts geschrieben. Da ist mir die Zeit dann davon gelaufen. So Richtung Horror. Ja. Aber das ist das Kaninchen aus The Wizard of Oz. Das habe ich aufgeschrieben.
Leider heißt der Film Funny Games. Das habe ich schon mal gehört. Aber gesehen habe ich den noch nicht. Da geht es, glaube ich, um Bekloppte, die in so ein Haus einbrechen und dann einfach die Leute da vor Ort Geiseln nehmen, die aber am Anfang denken, das wäre Teil eines Rollenspiels. Oh ja, cool. Irgendwie sowas meine ich. Egal. Habe ich einen Strich, kriege ich keiner einen Punkt. Dann habe ich auch wieder gar keine Ahnung gehabt. Da habe ich auch einen Strich. Ja, Dito? Es ist Komm und Sie. Also S-I-E-H. Okay. Komm und Sie. Ach, ja, okay. Oh, ein Film von 85. Hm. Sowjetischer Antikriegsfilm. Ich einfach wusste ihn nicht. Ist mir unbekannt. Okay, dann. Ein Film, den ich hoffentlich, also auch nicht gesehen habe, aber schon mal gesehen habe, das Poster, weil das ist ja legendär. Auch irgendwie Cyberpunk natürlich als Vorbild ein bisschen. Akira habe ich geschrieben. Akira hast du geschrieben, ich habe einen Strich geschrieben, weil ich mir dachte, das ist Michel Vaillant auf dem Motorrad. Es ist Akira. Juhu, Punkt. 12 Points. So, dann habe ich Fargo geschrieben, weil das ist Schnee, aber das ist nicht Fargo. Weil ich habe Shining geschrieben, weil es Schnee, aber es ist auch nicht Shining. Es ist Anatomie eines Falls. Das habe ich schon mal gehört. Ist das vielleicht sogar Deutsch? Habe ich auch schon mal gehört. Ja, macht ja Sinn. Ein Film von 2023 ist dann auch gar nicht so alt. Und es ist ein französischer Film, natürlich. Natürlich. So. Ich glaube, dann kommt, glaube ich, ein deutscher absoluter Filmklassiker. Nee, das ist kein deutscher, oder? Ingmar Bergmann ist doch, war der nicht irgendwie Schwede oder sowas? Irgendwas Nördliches. Ja, den müsste ich wissen, den Namen, aber er ist mir nicht erschienen. Das ist fucking Siebente Siegel. Ah, dann ist Siebente Siegel. Das Siebente Siegel. Jo, so hieß der doch, oder? Ingmar Bergmann? Ein schwedischer Schwarz-Weiß-Film von Ingmar Bergmann. Absolut korrekt. Der hat sich eingebrannt, weil der war... Also wenn du den zur Unterhaltung guckst, ist der schwere Kost. Ja. Es gibt so einen YouTube-Kanal, den habe ich immer sehr viel verfolgt. Der hat immer so Top-10-Listen gemacht von coolen Momenten in Filmen oder so. Ganz krasse Sachen. Und da ist dieser Film ganz, ganz häufig auf Platz 1 gewesen. Mhm. Und ich habe den aber mir nicht gemerkt, leider. Und auch nicht den Namen. Wie heißt denn der auf Englisch? Das würde mich mal interessieren. Weil das wird dann natürlich immer auf Englisch genannt. Und da heißt er The Seventh Seal. Seven Seal. Gut, hätte ich mir dann vielleicht merken können. Ich bin jetzt nach Runde 3 bei 12 Punkten. Warte mal, 1, 2, 3. Ich bin bei 11 und 4 ist 15. Es ist noch alles drin. Es ist noch alles drin. 3 Minuten laufen in 3, 2, 1, jetzt. Der erste Film. Oh. Ja, den kenne ich. Der hat den auch gut gespielt, den Adolf. Boah, da gibt's der Untergang. War das der Untergang? Weil es gibt mehrere, logischerweise, Zweite Weltkriegs-Hitler-Filme, aber ich glaube irgendwie der Untergang und irgendwie so ein Mehrteiler. Ich hoffe, es ist einfach der Untergang. Die 2, keine Ahnung. Die 3, Lambok hieß der, glaube ich. Habe ich nie gesehen. Die 4. Harpe Kerkeling, eigentlich wird das ein guter Film sein. Aber ich weiß es nicht. Die 5. 6. 7. Alter, deutsche Filme, ganz übel. Wobei wir gleichzeitig jetzt natürlich hier wieder ein sehr positives Beispiel haben mit der Untergang, was wirklich ein ganz, ganz toller deutscher Film ist. So, dann haben wir hier eine Person, gar kein Plan. Dann haben wir hier Moritz Bleibtreu und Weed und ich habe gar keine Ahnung. Dann haben wir Happe Kerkeling? Ich habe gar keine Ahnung. Dann haben wir, glaube ich, Metropolis. Da war deutsches Kino noch wegweisend und crazy geil. Dann haben wir hier eine Frau, die ganz traurig guckt. Gar keine Ahnung. Die 8. Die 8 heißt wahrscheinlich einfach RAF.
Die 9. Und die 10. Fertig. Das sagt mir alles überhaupt nichts. Wir Kinder von der RAF oder sowas? Nee, das war wir Kinder vom Bahnhof Zoo. ist der dabei? Wieso ist der Bahnhof Zoo nicht dabei? Das ist ja frech. RAF. Yay. Was ist denn davor? Das ist doch nicht Titanic, oder? Dann haben wir hier einen Film, der sieht voll aus wie ein amerikanischer Film. Und ich sag mal so, ich habe gar keine Ahnung. Dann haben wir einen Film über RAF-Terroristen. Ich nenne den mal München. Weiß nicht mal, ob das Sinn ergibt. Dann, weil eigentlich waren die ja auch ganz viele in Berlin unterwegs, aber ich nenne ihn nur trotzdem so, weil es gibt doch diesen München-Film und ich weiß aber nicht mehr, ob diese Geiselnahme RAF-Terroristen gemacht haben. Irgendjemand böset war es. Dann haben wir hier einen Film, der offensichtlich in Berlin spielt und deswegen nenne ich den Berlin. Und dann haben wir einen Film, der eine Frau in Gelb zeigt und drei Halbstarke in Blau. Deswegen nenne ich den... Ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Manta. Mann, ey, woher soll ich denn das wissen? Ich schreibe das auf. Vier Kinder von der RAF. Die anderen sagen mir nichts. Hab es Family Reunion, die 5. Nee. Die 6 kenne ich. Aber da fällt mir der Name nicht ein. Die 7 sagt mir nichts. Doch die 8. Ich bin ehrlich, ich bin fertig. Achso, die Zeit ist aber jetzt abgelaufen. Cool. Was ist das für ein Film? Warum sieht der so gut aus? Warte mal, das sieht aus wie Titanic. Aber kann ja nicht Titanic sein. Gibt es eine deutsche Budget-Variante von irgendeinem so Schiffunglück? Weiß ich aber nicht. Ach, wieso sehen deutsche Filme so häufig so traurig aus? Außer dieser Film hier. Ja, ich bin überfragt, sage ich ganz ehrlich. Oder könnte das hier Mädchen sein? Warte mal, ich sag mal Mädchen. Wäre auch funny. Wäre da das Manta. Dann raste ich aus. Weil da ist halt ein Auto zu sehen. Aber ich weiß nicht, was für ein Auto. Schreibe ich Manta? Ich schreibe Manta. Manta. Ist eh alles Quatsch. Ich hab noch. So, dann nenne ich hier noch. Weedissimo. Nenne ich das einfach. Ich weiß aber nicht, wie heißt. Ja. Deutsche Filme. Toll. Tolle Karte. Ja, aber. Also ich habe schon, mir sagen die Schauspieler mehr als die Filme, glaube ich. Das ist richtig, da bin ich voll bei dir. Die habe ich schon mal gesehen, so, ja. Bei der 1, da war ich schon unsicher, weil es gibt unterschiedliche Nazi- und Hitler-Filme, aber ja, es gibt mehrere, die auch ganz geil sind. Ich habe Der Untergang geschrieben. Ja, ich auch. Das ist Der Untergang. Ja, Gott sei Dank. Okay. Also das ist doch hier eindeutig hier, wie hieß er denn nochmal, der den Hitler gespielt hat, aber der hat das ja ganz gut gemacht. Eben, deswegen, das habe ich auch gesagt. Ja, ich weiß es nicht mehr. Hast du auch gesagt, wie der hieß, weil ich, okay. Nee, aber dass er das gut gemacht hat. So, der zweite, ich bin komplett überfragt. Ja, ich habe da nichts. Ich auch gar nichts. Klär mich auf. Lieber Thomas? Ja, Lieber Thomas. Ist ein Scheißname. Okay, keine Ahnung. Sagt mir auch nichts. Dann habe ich Vidissimo geschrieben. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe Lambok geschrieben. Ich habe den Film nie gesehen. Das habe ich schon gehört. Ich weiß immer, wenn ich Moritz Bleibtreu mit einer Tüte sehe, dann war das Lambok. Es ist Lambok. Stark. Ja. Punkt für dich.
Punkt für mich. Die dann 4, ich, Harpe Kerkeling. Ja, ist Harpe Kerkeling, oder? Ich ja, ist Harpe auch. Kerkeling. Und aber was hat der für Filme gemacht? Ein Strich. Ja, der hat gemacht. Oh nein, es ist kein Pardon. Oh Gott. Okay, den kenne ich. Okay, kein der Pardon. Film heißt kein Pardon, ja? Kein Pardon. Na gut, kein Punkt dann scheinbar. Dann zu Metropolis gibt es doch jetzt sogar eine Neuauflage, was? Oder? Ich hoffe, das ist Metropolis. Das war ein deutscher Film? Die Neuauflage ja, glaube ich nicht. Ja, das Poster sieht doch nicht aus wie die Neuauflage. Come on. Oder? Nee, das ist hoffentlich schon der alte. Ja, aber ich wusste nicht, dass das ein deutscher Film ist. Das habe ich so in meinem Kopf direkt aussortiert. Ich habe da nichts stehen. Ist okay. Metropolis. Hurra, ein Punkt. 14. Ja, nice. Ich wusste überhaupt nicht, dass das ein deutscher Film ist. Krass. Da habe ich vorhin in der Aufnahme noch gesagt, da war der deutsche Film noch wegweisend. Krass. Okay, das ist eine Lücke. Die 6. Ja, guck mir so eine Frau so traurig an. Ja, das könnte auch das Mädchen mit den Perlenohrringen so ein bisschen sein, aber ohne die Ohren hier unten. Lol. Es ist das Lehrerzimmer. Den Film habe ich auch schon mal gehört, zumindest. Ich bin lost. Kein Punkt. Nee, ich auch nicht. Ich habe da nichts aufgeschrieben. Ich habe dann auch. Ich bleib dann auch dabei bei dem nichts aufschreiben für den nächsten Film. Ja, ich auch. Es wäre gewesen Schachnovelle. Okay, keine Ahnung. Habe ich noch nie gehört. Bei der 8 habe ich aufgeschrieben, wir Kinder von der RAF. Also Christian, ich habe einmal Geschichtswissen-Abfrage für dich. Als damals die Geiselnahme in München war das die RAF oder war das jemand anders? Nee, 72, das waren, das hat mit der RAF nichts zu tun. Das waren die Scheiße. Palästinenser. Ach, das war die Geschichte. Ja. Stimmt. Ich habe München aufgeschrieben, weil ich dachte, vielleicht irgendwas mit Attentätern und so, ne? Aber nee, war dann ja offensichtlich nicht so. Wie hieß denn der Film? Also das war mit der RAF, ich wusste nicht mehr, wie er heißt, ne? Es war der Bader-Meinhof-Komplex. Ach, natürlich der Bader-Meinhof-Komplex, oh mein Gott. Den kennt man, also, ja. Also habe ich nicht gesehen, aber ja, kennt man den Namen auf jeden Fall. Ja. Da ich den Titel davor auf München getippt habe, habe ich hier Berlin gesehen und habe einfach den Titel Berlin geschrieben. Okay, Respekt. Ich habe nichts aufgeschrieben. Es ist Berlin-Alexanderplatz. Nein! Frechheit! Ja, wobei Frechheit. Ich habe einfach nur dick reingegessen. Es gibt einen Film, der heißt Berlin-Alexanderplatz? Ja, weiß ich auch nicht, warum man darüber einen Film machen muss. Keine Ahnung. Also. Fair enough. So, und beim letzten bin ich da. Also, ich habe keinen Punkt. Und letztendlich auch gar keinen. Ich habe Manta Manta aufgeschrieben. Ja, das ist kein Manta. Ah, egal, es ist absolute Giganten. Ich bin lost. Richtig so. Okay, ich habe mich leider nicht stark verbessert. Ich habe 2 Punkte geholt und bin jetzt bei 14. Dito, ich bin bei 17. Nee, okay, doch, dann muss die letzte Kategorie jetzt für mich die gute sein. Oh, okay. Welche ist denn die letzte Kategorie? Filme mit Samuel L. Jackson. Oh, die können aber richtig geil sein. Das könnten jetzt gute Filme sein. Ja. Okay, viel gleich. Spaß. 3 Minuten laufen in 3, 2, 1, go. Der erste Film. Echt? Die Unglaublichen? So heißt der, ne? Die 2 sagt mir erstmal nichts. Die 3 ist der erste große Film von Tarantino. Ach, wie hieß denn der nochmal? Fuck! 3 Minuten. Let's go. Ich hoffe, die englischen Titel gehen auch. The Invincibles. Ich weiß gar nicht gerade, wie der auf Deutsch heißt. Was haben wir denn hier? Ich hoffe, das ist auch der erste Teil. Ist das der erste Teil? Ich hoffe. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Dann haben wir geiler Film, unterbewertet, finde ich, von Tarantino, Jackie Brown. Der sieht aus wie Eminem links. Ich weiß nicht, was das für ein Film ist. The Key bestimmt. Da ist ein Schlüssel zu sehen. The Key. Weiß ich nicht.
Dann haben wir hier so einen tollen Film, wo ich auch gar keine Ahnung habe, was das ist. Man kennt die Schauspieler. Ich sag mal Der Mandant, das ist aber falsch. Ich weiß aber auch nicht, was das ist. So, dann haben wir noch einen bestimmt tollen Film, wo ich auch gar keine Ahnung habe, wo es ist, wer das, was das ist. History. Ich schreibe einfach mal, weil ich da weiße Dudes mit so Bruce Willis-Klamotten sehe, American History X. Ja, 5 ist der Anwaltsfilm. Der Klient? Nee, wie ist der noch? Der ist nach dem John Grisham Buch. Ich weiß es gerade nicht. 6 kenne ich auch. 7 ist Shaft. 8 ist Snakes on a Plane. So ein Scheißfilm. neun ist Coach. Oh, wie hieß der denn noch? Den habe ich sogar gesehen. Wo die russisch Roulette spielen, oder? Das ist doch der Film. Coach Carter. Und die 10 ist, Hateful Eight. Dann bin ich komplett aufgeschmissen. What the fuck is that? Ich schreib mal Shaft. Dann haben wir motherfucking Snakes on a motherfucking plane. Snakes on a plane? Irgendein Basketballfilm, ey. Was weiß denn ich irgendwie? Basketball X. Irgendwas mit X. Der andere, Hateful Eight. Ah, guck mal, meine Tarantinos zumindest. Auch ein guter Film. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Einmal habe ich den gesehen. Tolles irgendwie Kammerspiel oder so. Fand ich schon ganz cool. Ich hoffe, das ist der Hateful Eight. Okay. Die 3 muss ich wissen. Die 3 weiß ich auch. Es geht um sie und das ist der Tarantino-Film und der heißt mir fällt der Name nicht ein, leg mich doch am Arsch. Vor Pulp Fiction hat Tarantino gemacht. Also er hat ja noch Goodfellas? Nee, achso, egal. Aber auf jeden Fall, wie hieß denn der noch? Oh, das kann nicht wahr sein. Der fällt mir nicht ein. So, aber was sind die anderen? Ich weiß nicht, was die anderen sind. Also das sieht hier super emotional aus. Das sieht sehr ernst aus hier unten links. Das zweite von unten links sieht überhaupt nicht ernst aus. Sieht ehrlicherweise ziemlich nach Trash aus. Weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Ich bin gleich sehr, sehr, sehr gespannt auf die korrekten Sachen. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht die Kategorie für mich, wo ich Christian nochmal easy holen kann. Ist meine Sorge. Meine Zeit ist jetzt leider auch abgelaufen. So sad. Das gibt es doch nicht. Ich bin nur bei B irgendwas. Weiß aber nicht warum. Geil, abgelaufen. Oh, ist das ärgerlich. Oh Mann, bei dem dritten werde ich nicht ärgern. Und wenn der fünfte nicht stimmt, da auch. Okay, ich bin sehr gespannt. Mir sind Filme nicht eingefallen. Okay. Die ich gesehen habe. Ja, das ist belastend dann. Ich bin bei manchen komplett überfragt, weil ich gar nicht weiß, was das ist. Das ärgert mich, weil das bestimmt gute Filme sind mit Samuel L. Jackson. Ja, nicht unbedingt. Okay, gut. Also der zweite von links unten sieht auf jeden Fall trash aus. Aber wir starten mal oben links. Mit der 1. Ich habe den Invincibles aufgeschrieben, was jetzt, glaube ich, der englische Titel ist. Die Unglaublichen. Ja, habe ich auch.
Ist auch richtig. Warte mal, ist der Invincibles auch richtig? Ja, müsste. Nee, The Incredibles ist das, oder? Ja, genau, das ist gar nicht The Invincibles. Scheiße! Es sind The Incredibles. Nein, ich hab geschenkt. Ja. So, dann habe ich gar keine Ahnung, was das ist. Nee, sagt mir gar nichts. Habe ich auch nichts aufgeschrieben. Do the right thing. Okay. Sagte mir nichts, okay. Dann finde ich Tarantinos meist unterschätzter, Jackie Brown. Ja, ja, der ist mir nicht eingefallen. Ah ja, okay. Ah, die 15 hier noch geholt. Nicht zum Kotzen. Nicht zum Kotzen. Ja, den nächsten habe ich im Kino gesehen. Oh, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe The Key aufgeschrieben, weil ich einen Key sehe. Ich habe gar nichts aufgeschrieben, weil ich dachte so, hey, das Poster sagt mir überhaupt nichts. Wer ist da? Der sieht ein bisschen aus wie Eminem. Hab ich aber auch gesagt. Das ist John Cusack. Ah, lol. Und das ist ein richtiges Scheißbild von John Cusack. Und das ist nach Stephen King, Zimmer 1408. Lol. Der war okay. Okay. Aber, naja, ich habe nichts aufgeschrieben. Ich hab im Kino gesehen. Gut, naja. Keiner Punkte von uns. Und dann sieht er auch der nächste. Was ist das? Weiß es nicht. Es ist doch bestimmt nach der. Ich habe gesagt, der Titel fällt mir nicht genau ein, aber das ist doch bestimmt diese Vorlage von John Grisham oder wie heißt der diese Prozessbücher schreibt. Deswegen habe ich aufgeschrieben, der Klient. Ich habe der Mandant aufgeschrieben. Irgendwie so. Aber ich weiß legit nicht, was das ist. Das ist die Jury. Nein, keiner kriegt Punkt. Oh Mann, das ärgert mich genauso. Also die letzten drei Filme, die kenne ich alle. Oh mein Gott. Naja. Ja. Die 6. Weiß ich nicht. Gibt eine Band, die so heißt. Ich verstehe es aber überhaupt nicht und ich kenne den Film auch irgendwie nicht. Es ist 187. Okay. What the fuck? Also 100, oder 187. Ich kenne das Poster, aber mehr sagt mir das nicht. 187? Gut, es gibt auch 187 Straßenbande. Toll. 187, eine tödliche Zahl, heißt es im Deutschen. Aha. Jo, den habe ich mal gesehen. Oh, das ist schon Jahre her. Ich glaube, den haben wir uns mal auf DVD ausgeliehen, aus der Videothek. Okay, ja, der ist schon so 97. Alt. Ja, das würde passen. Okay, wild. Was ist denn der Schmutz, der dann kommt? Ja, Shaft. Ist es Shaft? Ich habe Shaft geschrieben. Right. Es ist Shaft. Oh mein Gott, hat der nicht normalerweise Haare? Shaft? Achso. Ja, vielleicht ist das eine Neuauflage, keine Ahnung. Also die Shaft ist ja eigentlich aus den 70ern oder so. Ja, ja, genau. Und ich dachte, er hätte halt immer so einen krassen Afro. Wenn man sich mal die Musik so ein bisschen gibt. Ja, ich habe dann jetzt 16 Punkte. Das ist geil. Aber gut, den Punkt hast du auch gekriegt, ne? Das nächste ist auch, eigentlich muss man nur wieder schreiben, was man sieht. Ja, aber da motherfucking Snakes on a motherfucking Plane, meinst du? Snakes on a Plane. Also ja. Deswegen bin ich auch dabei, nicht jeder Film mit Samuel L. Jackson ist ein guter. Der ist einfach nur kultig und scheiße, oder was? Ja, gar nicht zum gesehen. Beispiel Snakes on a Plane. Ja, okay. Da kriegen wir einen Punkt. Dann irgendein Basketballfilm. Da habe ich mir schon gedacht, dass du den kennst, aber ich weiß es natürlich wieder nicht. Gesundheit! Boah. Ja, geht gar nicht, also ich glaube, es geht gar nicht so krass um Basketball. Ich habe den auch gesehen. Da geht es dann eher auch so um die Leute dahinter, die große Probleme haben. Und ich weiß noch, dass es eine krasse Szene gibt, wo die dann russisches Roulette spielen. Zum Beispiel. Okay. Und das ist Coach Carter. Habe ich aufgeschrieben und gegessen. Und es ist Coach Carter. Stark. Also zumindest meine ich, passiert das in dem Film. Wenn nicht, dann habe ich noch luckier gegessen. Bleibt nur noch einer. Meiner Meinung nach noch ein Tarantino, Hateful Eight. Ja. Wie Hateful Eight. Ist auch richtig. Ja, das bringt mir jetzt aber gar nichts mehr, weil du bist definitiv über mir. Ich lande jetzt Gesamtpunktzahl 18. Ich lande bei 22. Ja, das ist 4 Filme mehr gecheckt als ich. Scheiße. Aber verdient gewonnen an dieser Stelle, Christian. Danke, danke. Wir hatten jetzt allerdings auch, muss man sagen, 50 Stück. Ja. Nicht mal die Hälfte geschafft, also irgendwie. Ja. Das war jetzt nicht die beste Ausbeute, muss man sagen. Aber war ganz witzig, muss ich sagen. Danke fürs Vorbereiten und das war ziemlich cool. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitraten und habt Spaß gehabt. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.
Tschüss.